Moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier bei Fidelity. Ich wünsche euch erstmal allen ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Auf ein neues. Wir haben die Uhr auf Null gestellt. Worum geht's heute? Der Heimkino-Leitfaden geht weiter. Heute, wie ihr hier schon am Aufbau seht, kümmern wir uns um den tieffrequenten Schallanteil, um den Bass. Also, seid gespannt. Heute geht es, wie eben im Teaser schon angedeutet, um den Subwoofer, um den Tiefbassanteil. Und da es sich hier um einen Heimkinoleitfaden oder Wohnraumkinoleitfaden handelt, werde ich auch diesmal ausschließlich mich um die Integration des Subwoofers in das Heimkinosystem befassen. Nicht für Stereo. Das ist wieder eine andere Geschichte. Da gibt es dann nochmal ein separates Video drüber, weil das wird dann, glaube ich, auch zeitlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Was haben wir hier? Exemplarisch Subwoofer von Monitor Audio. Einmal die Bronze-Serie, den W10, und einmal die Silver-Serie W12. Beide sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie den Bass wiedergeben. Hier haben wir zum Beispiel den W12, das ist ein geschlossener Subwoofer. Da müsste ich dann jetzt nochmal einen kleinen Schwenk machen zum Stereobereich, weil wenn ich schon einen Subwoofer für Stereomusik mitnutzen möchte, weil es kommt ja auch häufiger vor, dass ich sage, okay, ich habe zwar ein Heimkino-Setup 5.1, 2, 3, 4, dazu komme ich gleich, oder 7 Punkt oder 9 Punkt, möchte aber mit meinen Frontlautsprechern, die sehr hochwertig ausgeführt sind, auch geil Musik hören und sage, ja, dafür möchte ich aber auch den Bass haben, dann wäre ich eher bei einem geschlossenen, weil der einfach impulsschneller arbeiten kann als ein Bassreflex-Subwoofer zum Beispiel oder ein Subwoofer mit einer Passivmembran, so wie es hier im Endeffekt der Fall ist. Die ist nämlich dann hier drunter. Das im Eingang. Und ich denke mal, fast eigentlich jeder weiß, was das zu bedeuten hat, diese Zahl 5.1.4 zum Beispiel, heißt eigentlich im Endeffekt 5 Lautsprecher in der unteren Ebene, bedeutet linker, center, rechter Kanal und dann die Surround-Kanäle. Da haben wir 5 Lautsprecher in der unteren Ebene. Punkt 1, 1 steht für LFE-Kanal, also für den Tiefbass sozusagen, der auf der Tonspur mit drauf ist. Und dann die weiteren sind dann die neuen Tonformate. Punkt 4 wäre dann zum Beispiel für die Atmos-Lautsprecher, für die Decke, für die zweite Ebene sozusagen. So, wir kümmern uns jetzt um den Punkt 1. Auch da können wir das dann ein bisschen vielfältiger gestalten, dass wir sagen, wir nehmen nicht nur einen Subwoofer in den Raum. Auch da komme ich jetzt im Laufe des Videos dazu, dass man sagen kann, ich hätte auch gerne mal einen zweiten Subwoofer oder warum brauche ich einen zweiten oder mehrere Subwoofer für einen Raum, dann wäre es halt nicht 5.1, sondern dementsprechend 5.2 für zwei Subwoofer und so weiter und so fort. Die Frage, die sich die meisten stellen, ja, ich brauche einen Subwoofer für einen Filmton, definitiv. Das lässt sich nicht verleugnen, weil egal wie groß die Hauptlautsprecher sind und wie viel Tiefton die generieren können gemäß Datenblatt, liegen sie irgendwo auch bei den großen bei maximal 35 Hertz nach oben hin. Aber wir kümmern uns ja bei Filmton um den niedrigeren Schallanteil, das heißt mitunter auch Infraschall unter 20 Hertz. Das kann kein Hauptlautsprecher der Welt wiedergeben. Dementsprechend brauchen wir zwingend für Filmton so ein kleines Monster. So, jeder denkt, alles klar, ich habe mir meine Hauptlautsprecher schön aufgestellt. Den Subwoofer kann ich doch auch irgendwo hinstellen. Also das ist häufig die Frage, die kommt. Ja, den kann ich doch, der kommt in die Ecke hinten. Da ist das doch in Ordnung. Leider nicht. Das ist das Problem dabei. Denn der Subwoofer gibt nur wirklich den tieffrequenten Schallanteil raus. Ich sage jetzt mal bis maximal 60, 70 Hertz. Und diese Schallwellen breiten sich, das ist das Fiese daran, kugelförmig aus. Drücke ich den Subwoofer also in die Ecke, dann nehme ich natürlich die ganzen Reflexionen und von der Ecke mit und habe sozusagen eine richtig schöne fette Überhöhung später dann am Hörplatz, wenn es ganz fies läuft. Das ist dann das sogenannte, es dröhnt so richtig schön fies und überdeckt dann die unteren Mitten sozusagen schon gleich mit. Dementsprechend
ist eigentlich das Wichtigste bei dem Subwoofer. Klar, logisch, einerseits, wie stelle ich ihn richtig ein, wie schließe ich ihn richtig an, aber andererseits auch, wo stelle ich das gute Stück hin? Denn nicht überall oder irgendwo ist der richtige Platz für den Subwoofer. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, was man auch pauschal leider gar nicht beantworten kann, weil jeder Raum ist anders, jeder Raum reagiert anders. Dementsprechend muss man gucken und ein bisschen flexibel sein in der Aufstellung. Aber da komme ich gleich zu. Fangen wir jetzt erstmal mit der Einstellung des Subwoofers an. Was haben wir hier am Subwoofer? Oder womit fange ich an? Also ich habe den Subwoofer gekauft, ich baue mir mein Setup auf, ich stelle ihn erstmal hin. Natürlich die Ecke, Zimmerecke, da fällt am wenigsten auf, da stolpert keiner drüber. Die Frau haut da nicht mit dem Staubsauger unbedingt jedes Mal gegen. Er verschwindet erstmal. So, dann mache ich ihn an und lasse einen Film laufen. Ich habe erstmal eine Einmessung gemacht, lasse einen Film laufen und das Ding dröhnt bis zum Abwinken. Dann frage ich mich natürlich, okay, was muss ich oder was kann ich am Subwoofer einstellen? Da geht es nämlich schon los. Einerseits haben wir die Lautstärke. Jetzt muss ich den einmal drehen, damit das besser sichtbar ist. Das sind dann nämlich, ist einer dieser Regler hier. Bei dem W12 ist es obendrauf. Da komme ich auch gleich nochmal separat zu. Ich muss einerseits einmal die Lautstärke einstellen. Wie laut soll er denn überhaupt spielen? Wir sind jetzt im Kino-Setup. Das heißt, ich habe einen AV-Receiver. Der AV-Receiver übernimmt eigentlich die meiste Arbeit. Er übernimmt die Trennfrequenz. Das stelle ich ein am AV-Receiver. Dementsprechend brauche ich es nicht am Subwoofer einstellen. Jetzt ist es nur halt fies, weil die Subwoofer sind im Regelfall für Stereobetrieb ausgelegt, weil der Hersteller natürlich sagt, okay, ich möchte so breit wie möglich streuen können. Also soll da auch ein Stereo-Setup integriert werden können. Und da ist die Lautstärke wiederum wichtig und auch die Trennfrequenz wichtig. Im Kino-Setup halt nicht. Da ist halt wirklich nur die Lautstärke wichtig. Die Trennfrequenz, den Trennfrequenzregler, den ich hier habe, das wäre der, den stelle ich auf Maximum. Denn dann trennt die integrierte Weiche hier nicht, sondern lässt das voll durchlaufen und der AV-Receiver kann sagen, alles klar, du kriegst jetzt nur den Tieftonanteil ab 80 Hertz. So habe ich dann nur eine Trennung. Wenn ich den jetzt hier irgendwo noch auch nochmal bei 80 Hertz stehen habe, dann trennt er hier einmal bei 80 Hertz, lässt den Ton bis 80 Hertz nur weiter und der AV-Receiver trennt dann nochmal. Oder andersrum, das ist jetzt doppelt gemoppelt, also zuerst trennt natürlich der AV-Receiver, weil er das Signal kriegt, gibt dieses getrennte Signal an den Subwoofer weiter und da durchläuft es nochmal die Trennung. Und da geht es dann im Endeffekt um Flankensteilheit, wie steil fällt der Ton ab bei der Trennfrequenz und da ist es leider nicht immer gleich mit dem AV-Receiver. Der trennt vielleicht bei 6 dB, das heißt, ich habe einen Pegelabfall um 6 dB pro Oktave und hier im Endeffekt dann vielleicht bei 12 dB. Und schon habe ich ein Loch, was ich eigentlich gar nicht haben will, ein Frequenzloch. Dementsprechend bitte den Frequenzregler immer auf Maximum stellen beim Subwoofer. Damit fahrt ihr auf alle Fälle richtig im Heimkino-Setup. Dann habe ich noch eine Einstellung. Volume. Darauf wollte ich eben gerade nochmal zu sprechen kommen. Stellt den erstmal, wenn ihr ihn hinstellt, auf 9, 10 Uhr. Wenn ihr so eine Uhr vor euch habt, so 10 Uhr Stellung einstellen. Damit fahrt ihr schon nicht verkehrt. Und dann lasst ihr die Einmessung des Receivers durchlaufen. Und dann guckt ihr im Endeffekt, wie wird er eingepegelt. Habe ich dann im AV-Receiver beim Subwoofer Pegelabgleich plus 5, dann weiß ich, ich müsste ihn hier erstmal ein bisschen lauter stellen, weil das optimale Einstellen am AV-Receiver ist eigentlich gleichbedeutend damit, dass eigentlich alle Lautsprecher auf einem Level spielen. Das wird nicht immer ganz möglich sein, weil man ja auch unterschiedliche Größen im Raum verteilt hat, aber dass wenigstens der Subwoofer zu der Front mit dem gleichen Pegel spielt. Und je mehr der AV-Receiver verstellen muss, ist wieder ein Eingriff ins Signal, ist nicht gerade klangförderlich. Als Master, das werdet ihr wahrscheinlich gemerkt haben beim Einmessen, ist auch eigentlich immer der linke Lautsprecher, der zuerst den Testton bekommt und darauf eingepegelt wird. Und daran orientieren sich dann die anderen Lautsprecher, auch der Subwoofer im Endeffekt. So, habt ihr dann dementsprechend diese plus 5, müsst ihr leider nochmal den Gang machen, hier ein bisschen lauter stellen, nochmal einmessen, bis ihr ungefähr auf dem gleichen Level kommt. Im Regelfall ist es aber als Daumenformel,
10 Uhr, 19 Uhr, können auch 11 Uhr sein am Lautstärkeregler, eigentlich die richtige Wahl. So, jetzt habt ihr die richtige Lautstärke eingestellt, die Frequenz ist auf Full, das ist alles soweit schon mal optimal. Dann kann es eigentlich wirklich richtig losgehen mit dem endgültigen Einmessen. Dann kommt aber noch ein Schalter dazu. Das ist dann nämlich die Phase. Die Phase kann man hier, sei es nun beim W10 oder W12, mit einem Kippschalter einstellen, auf 0 Grad oder auf 180 Grad. Was bedeutet das? Die Phase heißt im Endeffekt, dass das Ausschwingverhalten des Subwoofers phasengleich mit dem Ausschwingverhalten der Frontlautsprecher vonstatten geht, sodass eine einheitliche Front entsteht. Also im Endeffekt gefühlt am Hörplatz beides zeitgleich eintreffen sollte und nicht Phasen gemindert sozusagen. Das hört man dann tatsächlich, wenn man dann so einen tieftonmäßigen Film zum Beispiel laufen lässt, dass das leicht zeitversetzt ankommt. Das ist natürlich dann mega übel, ist voll doof. Da kann man aber Abhilfe schaffen. Es gibt eine grobe Grundformel. Ich lasse den Phasenregler oder den Phasenschalter, je nachdem wie die Ausstattung des Subwoofers ist, lasse ich auf 0 Grad, wenn er mit der Front steht. Optimalerweise zwischen den Lautsprechern. Das ist meistens auch dann das Setup, was man dann finden möchte und ab und an leider auch finden muss, weil es keine andere Möglichkeit im Wohnzimmer gibt. Dann habe ich den zwischen den beiden Frontlautsprechern stehen, dann stelle ich die Phase auf 0 Grad. Dann sollte das eigentlich auch phasengleich dementsprechend am Hörplatz ankommen. Nun ist es aber häufig leider so, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, kugelförmige Ausbreitung, Tieftonanteil, es fängt an zu dröhnen. Jetzt habe ich nun schon richtig Geld in so ein gutes Stück investiert, jetzt will ich auch den Spaß haben, weil das ist eigentlich das Teil, was wirklich den richtigen Spaß ausmacht, gerade im Filmton, wenn es richtig bollert, wenn es richtig kracht oder jemand fällt irgendwo runter und es wird dann so ein Infraschallton wiedergegeben, wo er richtig schön im Frequenzkeller rutscht, wo du sagst, oh geil, das kribbelt im Bauch. Dass man, oder die Hosenbeine flattern, das macht dann richtig Laune. Also möchte man das natürlich auch optimal haben. Also, er dröhnt in der Mitte. Was mache ich jetzt? Ich versuche, den richtigen Aufstellungsort zu finden. Ja, schwierig, weil die meisten sind kabelgebunden. Das heißt, ich habe ein Subwoofer-Kabel, was vom AV-Receiver dann zum Subwoofer geht. 2 Meter, ich komme ja nicht wirklich weit. Also muss ich mir dann notgedrungen erstmal ein längeres Kabel besorgen. Oder aber, und die gibt es auch im freien Handel erhältlich, gibt es einige Subwoofer, die wireless funktionieren. Da habe ich dann praktisch einen Adapter hinten am AV-Receiver und der funkt sich dann sozusagen, matcht sich dann mit dem Subwoofer, sodass ich dann nicht wild mit den Kabeln durch die Gegend laufen muss. Da wäre ich dann natürlich in der Ecke flexibler. Also als kleiner Tipp, kauft sich ja als halber ein etwas längeres Kabel, weil es ist nicht sichergestellt, dass er da, wo ihr euch vorstellt, dass der Subwoofer optimal steht, auch wirklich optimal spielt. Also, wir sind am Rumrücken. Wo stelle ich den Subwoofer optimalerweise hin? Das kann an jedem Ort sein, das kann auch direkt neben dem Sofa sein im Endeffekt. Das ist halt immer wieder hören, immer wieder einmessen, nochmal hören, das ist halt ein bisschen Arbeit. Aber wenn er dann richtig steht, wird es der gute Basston euch danken. Also, ihr habt den richtigen Ort gefunden, wo er nicht dröhnt, wo er auch schön sauber spielt. Die Lautstärke habt ihr ja vorher abgeglichen, Frequenz ist auf voll. Beim optimalen Spielen ist es dann halt so, weil ich jetzt nochmal auf die Phase zurückkomme, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Wenn er dann von der Front wegrückt, nutzt den Phasenschalter oder den Phasendreher und dreht die Phase beim Schalter auf 180 Grad, also genau phasenverkehrt. Beim Drehregler habt ihr eine freie Einstellmöglichkeit, da könnt ihr dann wirklich feinfühlig einstellen, wie sich die Phase dann zu den Hauptlautsprechern verhält. Bei 180 Grad macht ihr in dem Sinne nichts falsch, wenn er von der Front verschwindet und in den hinteren Raum, hinter das Sofa oder neben das Sofa kommt. Da fahrt ihr mit 180 Grad schon mal nicht so schlecht. Jetzt habt ihr ihn dahingestellt. Lautstärke ist eingestellt, Frequenzregler voll aufgedreht, Phase ist dann neben dem Sofa jetzt symbolisch gesehen auf 180 Grad. Wie geht es jetzt weiter? Die Frage ist ja auch, ich habe jetzt zum Beispiel hier auch mehrere Eingänge. Welchen nehme ich denn jetzt? Hier ist es beim Monitor Audio relativ einfach gehalten, weil es gibt einmal den Anschluss links-rechts analog. Das wäre dann zum Beispiel für ein Stereo-Setup optimal.
weil dann kann ich auch alle Frequenzregler voll nutzen. Oder aber ich nehme den LFE-Eingang. Dann wird dementsprechend auch nur LFE bedient in dem Sinne. Das ist dann optimal, dann brauche ich auch nur einen Stecker. Hier bei dem W12 seht ihr schon, der hat ein paar mehr Anschlüsse. Da habt ihr Eingänge und dann auch noch Ausgänge, um einfach dazwischen zu schleifen. Aber im Endeffekt, eigentlich ist es für euch egal. Ihr könnt auch den analogen Eingang nutzen und regelt dann dementsprechend alles so, wie ich es eben gesagt habe. So, er steht jetzt da, die Einmessung vollführt sich, er ist bei 0 dB eingepegelt mit dem Einmessprogramm und dann kann eigentlich die Reise losgehen. Jetzt dröhnt er aber immer noch, was mache ich denn dann? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ja nicht nur den Stellplatz als solches ändern und sage, ich habe ihn jetzt neben dem Sofa stehen, sondern ich kann ja auch rein theoretisch, und das ist halt ein bisschen Aufwand für euch, auch in der Höhe variieren. Weil der Tieftöner steht ja tendenziell am Boden, ist dann entweder mit Füßen oder aber, die habe ich jetzt aber rausgedreht, sonst würde ich hier das Board kaputt machen, mit Spikes versehen, sodass er dann den Fußboden nicht zu sehr anregt. Was mega wichtig ist, weil jetzt kommt im Endeffekt der Fußbodenbelag mit dazu, weil der Schallanteil, der hier rausgedrückt wird, das ist unheimlich viel Energie, die in den Raum gepresst wird. Das habt ihr wahrscheinlich bei euch schon irgendwo mal gemerkt, wenn ihr den Subwoofer spielen lasst und ihr habt irgendwo eine Vitrine, wo ein paar Gläser, Geschirr oder sowas drinsteht, das fängt irgendwann mal ein bisschen mit an zu klirren. Da merkt ihr, okay, der Schall, der in den Raum geht, der bewegt so viel Luft, dass viele Sachen anfangen zu vibrieren, zu scheppern, wie auch immer. Das heißt, ich muss also erstmal sehen, dass ich alles ein bisschen beruhige, um dann wirklich einen sauberen Bass zu bekommen. Das gleiche gilt aber auch mit dem Fußboden. Habe ich jetzt einen harten Boden, Dielenboden, Laminat, was dann meistens auch noch ein bisschen anfängt mitzuschwingen, ist das nicht gerade förderlich. Und dann kann man probieren, entweder mit solchen Absorbermatten, die gibt es zum Beispiel auch für Waschmaschinen, solche Geschichten, diese Resonanzen vom Boden, soweit es geht, fernzuhalten. Ich kann aber auch das, was ich eben gerade gesagt habe, den ein bisschen in der Höhe variieren. Indem ich dann wirklich, aber das muss wirklich resonanzfrei sein und wirklich stabil stehen, indem ich den Subwoofer ein bisschen vom Boden wegnehme. So rege ich den Boden etwas weniger an. Also in der Höhe variieren. Probiert es mal aus. Wie gesagt, es ist keine Garantie, dass das hundertprozentig funktioniert, aber das ist auch eine Maßnahme, um es auszuprobieren. Um nochmal auf den richtigen Stellplatz zu sprechen zu kommen, gibt es ja viele, viele Videos im Internet, wo es heißt, die Kriechmethode bitte anwenden. Also, wie finde ich den richtigen Platz des Subwoofers im Raum? Ich stelle den Subwoofer auf meinen Hörplatz und krieche am Fußboden durch den Raum und höre, wo er am saubersten spielt. Kann gut gehen, aber das ist eigentlich nicht die richtige Methode, um es wirklich zu 100% zu verifizieren, weil auf der Couch, die mit natürlich optimalerweise ein bisschen gemütlicher ist als so ein Holzbrett, fängt ja an mit zu schwingen. A und B rege ich den Raum, dadurch, dass der Subwoofer höher steht, anders an, als wenn er auf dem Fußboden stehen würde. Da bringt es nichts, wenn ich durch die Gegend kriege. Optimalerweise holt ihr euch einen Freund, Bekannten, Frau, Freundin, wie auch immer, also eine zweite Person zur Hand. Ihr setzt euch am Hörplatz hin und bittet dann die zweite Person mit dem Subwoofer, natürlich dann mit dem ausreichenden Kabel versehen, wenn es ein kabelgebundener ist, den Subwoofer an unterschiedlichen Stellen aufzustellen. Dabei immer dann dementsprechend entweder den Testton laufen lassen, dann werdet ihr schon merken, wie sich die Lautstärken unterscheiden. Oder aber ihr lasst dann einen Film laufen, wo dann eine Sequenz ist, die dann halt den Tiefbass extrem anregt, dass der auch wirklich am Arbeiten ist. Und dann werdet ihr hören, wo er am saubersten klingt. Und dann drücke ich die Daumen in der Hoffnung, dass er dann da am saubersten klingt, wo er auch dann final stehen kann. Man kann dann natürlich ein paar Grad links und rechts ein bisschen verrücken, aber viel Luft ist dann nicht. Je nachdem. Das wäre der optimale Vorgang. So, jetzt habe ich viel geredet. mir fällt jetzt beim Reden, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wir haben ja auch noch eine Schaltung, die On oder Auto heißt. Das ist auch so ein Kippschalter.
Wo ist er denn? Da ist er. Genau. Wenn ich den auf On mache, bedeutet das, dass der Subwoofer durchgehend an ist. Habe ich ihn auf Stellung Auto, also Automatik, reagiert der Subwoofer erst, also schaltet sich ein, wenn er dementsprechend ein Signal bekommt, ein ausreichend lautes Signal. Und das ist dann meistens das Problem. Auch gerade einen Kunden gehabt, der sagte, der schaltet sich nicht automatisch ein. Das Problem ist, das Signal war einfach zu leise. Und dementsprechend muss man da gucken, ob das passt oder nicht. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, ihn auf On, Dauer On zu lassen und dann einfach den Subwoofer, wenn ich ihn benötige, auf einfach anzuschalten und wenn ich damit durch bin, ihn auszuschalten und nicht auf Standby laufen, nebenbei laufen zu lassen, bis ich ihn dann irgendwann wieder benötige. Aber gut, das ist eine Sache, das müsst ihr für euch selber klären. Funktioniert auch mit Auto, ist kein Problem. Was haben wir noch? Wir haben jetzt ja auch unterschiedliche Ausstattungen, wie ich hier schon sagte, zwei unterschiedliche Subwoofer, Größenordnung der Tieftöner und halt auch in der Ausstattung was anderes. Wenn ich jetzt etwas mehr Geld in die Hand nehme, bekomme ich dann unter anderem auch einen Subwoofer, der eine eigene Einmessung hat. Und da stellt sich dann häufig auch wieder die Frage, wie mache ich das denn jetzt? Der misst sich ein, der AV-Receiver misst auch nochmal, bügelt der nochmal drüber oder wie läuft das denn jetzt überhaupt? Hier symbolisch der V12, der hat eine eigene Einmessung, ist vom Monitor Audio, die haben sie selbst entwickelt, den Algorithmus, APC nennt sich das. Wenn ihr einen Subwoofer habt, der eine Einmessautomatik hat, Monitor Audio, ELAC, Velodyne, es gibt so viele, gerade in den höherpreisigen Modellen haben sie eine eigene Einmessung, Bowers & Wilkins auch. Lasst die Einmessung, also sucht erstmal für euch per Gehör den optimalen Hörplatz, wenn ihr den gefunden habt, dann praktisch alles wieder auf Null stellen, dann lasst ihr erstmal die Einmessung des Subwoofers laufen, dass der sich eingemessen hat und wenn die durch ist, dann kommt die Einmessung des AV-Receivers, der dann im Endeffekt in dem Tieftonbereich gar nicht mehr so viel machen muss. Dann klingt es eigentlich am saubersten. Und damit haben wir dann auch schon eigentlich alles erledigt. Die Frage ist nur dann, je nachdem, wo das Subwoofer steht oder stehen kann, wie kriege ich da die Kabel vernünftig hin? Das ist dann euer Ding. Da müsst ihr dann entscheiden, soll er dann optisch fantastisch stehen, dann nehme ich dann halt klangliche Einbußen hin oder stelle ich ihn halt optimal auf. Wie gesagt, im Wohnzimmer immer relativ schwierig. Probiert es aus. Ich würde immer damit anfangen, den Subwoofer zwischen die Frontlautsprecher zu stellen. Meistens passt es, bei einigen Sachen leider nicht. Gesetzt dem Fall, deswegen hatte ich ganz am Anfang darüber gesprochen, gesetzt dem Fall, es funktioniert nicht mit einem Subwoofer. Ich kriege, egal wo ich ihn hinstelle, ich kriege keinen sauberen Bass hin. Ich habe jetzt schon alles probiert und es ist schon echt viel Zeit ins Land gezogen. Bin schon leicht genervt und sage, verdammt nochmal, warum kriege ich jetzt den Tiefton nicht richtig integriert? Es dröhnt, scheppert. Ja, das macht am Anfang sicherlich Spaß, aber irgendwann fängt es auch an zu nerven. Ja, dann kommt die Zeit, darüber nachzudenken, vielleicht noch einen zweiten Subwoofer zu nehmen. Warum jetzt einen zweiten Subwoofer? Viele denken, einen zweiten Subwoofer nehme ich doch jetzt eigentlich nur, wenn ich noch mehr Tiefbass haben will und noch mehr, das ist ja jetzt schon eigentlich zu viel. Nee, genau andersrum ist eigentlich der Fall. Durch eine zweite Schaltquelle rege ich den Raum anders an, optimalerweise gleichmäßiger. So, jetzt kann ich das natürlich immer weiter ausführen. Es gibt ja auch im richtigen Heimkinobereich gibt es ja auch sogenannte DBAs, Double Bass Array. Da habe ich nicht nur zwei oder drei Tieftöner im Raum stehen, sondern 8, 12, 16, die dann einmal hinten, einmal vorne sozusagen ein Gitter steht. Aber das würde jetzt hier für den Wohnzimmerbereich den Rahmen sprengen. Die Möglichkeiten hat man gar nicht, sowas dann im Wohnzimmer normal zu stellen, wenn man da drin auch noch wohnen möchte. Also versuche ich es mit den Kisten und sage, okay, ich probiere mal einen zweiten Subwoofer hinzustellen. Der kann dann genauso wie der erste zwischen den Frontlautsprechern stehen. Man kann es probieren. Der Raum wird automatisch gleichmäßiger angeregt. Und man hat den Vorteil, oder vielmehr nicht dieses sinnbildliche, oh, er spielt lauter.
Nein, er wird tatsächlich gefühlt etwas leiser, weil der Raum gleichmäßiger angeregt wird. Aber er wird dadurch auch präziser. Das muss man dann natürlich erfahren. Ich stelle dann, wenn ich zwei Subwoofer zum Beispiel habe, weil da kommt dann ja auch die Frage, viele Receiver bieten das ja an. Ich habe zwei Subwoofer-Ausgänge. Die können dann ja getrennt eingemessen werden und auch mit Pegel und Laufzeiten und allem. Nicht alle, sage ich ganz offen ehrlich. Die meisten bieten es an. Gerade im unteren Mittelklasse-Segment ist es aber so, dass sie eigentlich parallel laufen. Da kann ich theoretisch auch ein Y-Kabel nehmen. Muss dann halt nur aufpassen, wenn ich mehrere Lautsprecher an einem Sub, mehrere Tieftöner an einem Sub-Ausgang anschließe, dass ich einen Pegelabfall habe um ungefähr 6 dB. Das heißt, ich müsste ein bisschen lauter machen. Aber das ist alles eine Einstellungssache. Das könnt ihr dann parallel zueinander einstellen. Was nur wichtig ist, wenn ihr darüber nachdenkt, noch einen Tieftöner dazuzunehmen, bitte, bitte den gleichen nochmal. Nicht einen anderen, weil der, wie gesagt, anders spielt. Wenn es womöglich noch ein anderer Hersteller ist, eine andere Chassisgröße, das Mischen funktioniert in den seltensten Fällen. Ich möchte nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, aber in den seltensten Fällen funktioniert es wirklich zufriedenstellend. Man ärgert sich, man hat viel Geld in den zweiten Subwoofer investiert. Dann lieber gucken, dass ich von dem, den ich habe, noch einen zweiten bekomme und das dann einfach ausprobiere. Und da kommt es nicht selten dazu, dass man sagt, ich habe einen Subwoofer vorne stehen und den zweiten diagonal versetzt hinten stehen. Sodass ich dann den Raum anders anregen kann, damit der Bass wirklich tatsächlich präziser wird. Aber auch das ist eine Sache, man muss den richtigen Aufstellungsort finden. Das ist halt ein bisschen Arbeit. Die bleibt leider nicht aus. Es ist nicht ganz so einfach wie jetzt nach Spezifikation Dolby, wie stelle ich die Frontlautsprecher auf in dem und dem Winkel. Da habe ich ja auch schon das Video gemacht. Oder halt auch die Surround-Lautsprecher oder die Back-Surround-Lautsprecher. Die haben alle relativ ihren fixen Punkt. Da kann ich nicht viel verkehrt machen. Hier ist es tatsächlich eine Sache, da muss ich ein bisschen Arbeit investieren, aber sie lohnt sich definitiv, weil wenn der Bass schön, präzise, knackig kommt, dann macht das umso mehr Spaß, einen Film zu gucken, wo wirklich auch unheimlich viel Tieftonanteil mit dabei ist. Weil dann habe ich dieses Schlagen in der Magengrube und dieses Wummern und die Hosenbeine flattern, dann habe ich wirklich richtig viel Spaß. Damit wären wir dann eigentlich auch schon am Ende dieses Leitfadens Subwoofer. Wenn ihr da noch Fragen habt, weil das Video das für euch nicht ausreichend erklärt, ruft bei eurem Fachhändler an, der kann euch auch da hundertprozentig vernünftig Auskunft geben, wie so ein gutes Stück dann eingestellt wird, mit Hilfe des eures Fachhändlers des Vertrauens, dass ihr das dann hinbekommt. Weil wenn der richtig ein- und aufgestellt ist, macht das ungleich mehr Spaß, definitiv. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war nicht zu schnell im Reden, auch nicht zu eintönig, dass ihr eingeschlafen seid vom Video. Der nächste Leitfaden kommt und das dauert nicht allzu lange, definitiv. Und da werde ich mich dann um die Einmessung im Allgemeinen beim AV-Receiver kümmern. Ich finde, das ist ein guter Übergang vom Subwoofer, weil ich habe es jetzt hier im Video auch schon ein paar Mal genannt. Das ist ja nicht ganz ohne, das interagiert ja auch sehr stark miteinander. Also wird im Endeffekt das nächste Video im Heimkino-Leitfaden Einmessung im Allgemeinen bei AV-Receivern sein. Auf die einzelnen Einmessungen oder Einmessprogramme vielmehr, Dirac, Audacy, JPAO, gehe ich dann im Speziellen in anderen Videos ein und zeige euch das mal, wie man das macht, anhand auch Bilder und solche Geschichten. Aber das ist dann abseits des Heimkinoleitfadens, das sind dann gesonderte Videos, die ich dann drehen werde. Also nächster Teil, Einmessung im Allgemeinen. Was stelle ich grob ein? Das ist eigentlich egal, bei welchem Receiver das ist. Die Einstellungen sind eigentlich immer gleich. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Denkt bitte dran, Daumen hoch, Kommentar, würde mich riesig freuen. Denkt an die Klingel, dann abonniert ihr den Kanal, dann werdet ihr automatisch daran erinnert, wenn dann das nächste Video kommt. So verpasst ihr auf alle Fälle nichts. Bleibt gesund, gerade in der heutigen Zeit, nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.